auf den Programmablauf. Während des Programmablaufs eine bedingte Anweisung ausgeführt wird, wird der boolsche Ausdruck ausgewertet. Nur falls dieser Ausdruck den Wert true liefert, wird die true-Anweisung ausgeführt. Ansonsten, wenn der Ausdruck den Wert false liefert, wird diese Anweisung nicht ausgeführt. Daher der Name bedingte Anweisung. Ob die true-Anweisung ausgeführt wird, hängt ab von der Bedingung, das heißt dem boolschen Ausdruck. Beispiele: if von frei vor. Von der Syntax zunächst das Schlüsselwort if, dann in runden Klammern eingeschlossen, ein boolscher Ausdruck, in diesem Fall der Testbefehl von frei mit Klammer auf Klammer zu. Und hinter dieser runden Klammer folgt dann die True-Anweisung, das ist diese Anweisung vor. Die nächste Anweisung, die hinter dieser runden Klammer steht, ist die True-Anweisung. Das heißt, es wird in der Situation, in der der Hamster sich befindet, überprüft, steht der Hamster vor einer Mauer. Und nur falls vorn frei ist, das heißt, die Kachel vor dem Hamster ist frei, dann hüpft der Hamster um eine Kachel nach vorne. Wenn er vor einer Mauer steht, passiert gar nichts. Ein zweites Beispiel. If not, Maul leer. Jetzt kommt eine Blockanweisung. Die Blockanweisung ist die True-Anweisung. Nämlich die Anweisung, die der runden Klammer zu folgt, ist die True-Anweisung. Und das ist in diesem Fall die Blockanweisung. Das heißt, alles, was in der Sequenz der Blockanweisung steht, wird im True-Fall, das heißt der boolsche Ausdruck liefert True, wird ausgeführt. Das ist in diesem Fall nur das Gib, aber wir werden hinterher sehen, dass man möglichst eigentlich immer diese Blockanweisung als True-Anweisung nutzen sollte, um bestimmte Fehler zu vermeiden. Der boolsche Ausdruck wird hier gebildet durch den Testbefehl Maul leer und dessen Negation. Das heißt, was passiert, wenn während des Programmablaufs diese Anweisung hier ausgeführt wird, wird überprüft, ist das Maul des Hamsters leer und es wird die Negation gebildet. Das heißt, wenn der Hamster Körner im Maul hat, liefert Maul leer false und nicht Maul leert true. Das heißt, insgesamt wird true geliefert und die true-Anweisung wird ausgeführt, das heißt, der gib-Befehl wird ausgeführt. Wenn der Hamster keine Körner im Maul hat, liefert Maul leer true, not Maul leer liefert false und in dem Fall wird keine Anweisung ausgeführt. Ein weiteres Beispiel. If Korn da und Korn frei, nehmen vor. Das heißt, abhängig von dieser Bedingung soll in diesem Fall nicht nur eine Anweisung ausgeführt werden, sondern mehrere, hier die zwei. Das erreiche ich jetzt durch Einsatz der Blockanweisung. Nämlich immer die Anweisung, die der runden Klammer zufolgt, ist die True-Anweisung, wird also im Falle, dass diese Bedingung hier True ergibt, ausgeführt. Das heißt, in diesem Fall ist die True-Anweisung gebildet durch Nimm und Vor, durch diese Sequenz. Und der boolsche Ausdruck ist Korn da und Korn frei. Es wird also überprüft, ob ein Korn da ist und Korn frei ist. Und in dem Fall kann der Hamster natürlich nehmen und nach vorne gehen, ohne dass ihm was passiert. An dieser Stelle sehen wir eine Äquivalenz, denn diesen Anweisung können wir ersetzen durch die äquivalente, also gleichbedeutende Anweisung hier unten. Die lautet if Korn da, if Korn frei, nehmen vor. In diesem Fall passiert Folgendes. Die True-Anweisung dieser ersten if-Anweisung ist wiederum in eine if-Anweisung. Und das geht ja, weil if-Anweisungen, also bedingte Anweisungen, auch selber wieder Anweisungen sind. Das heißt, erst wird überprüft, ob ein Korn da ist. Falls das der Fall ist, wird überprüft, ob Korn frei ist. Wenn das auch der Fall ist, dann nimmt der Hamster ein Korn und hüpft eine Kachel nach vorne. Wenn aber Korn da schon false ergibt, es ist gar kein Korn da, ja, dann wird die True-Anweisung nicht ausgeführt und es passiert nichts weiter.
Und genau das passiert hier auch an dieser Stelle. Wenn bei der Auswertung von Korn da schon der Wert false ermittelt wird, kann er durch bei der Verknüpfung mit und überhaupt nicht mehr true daraus werden. Das heißt, dieser Teilausdruck wird gar nicht weiter ausgewertet. Wenn hier true, wenn dieser Wert, die Auswertung dieses boolschen Ausdrucks hier true ergibt, dann wird dieser auch noch ausgewertet. Das heißt, hier besteht genau diese Äquivalenzbeziehung.